hier war bin. Liebe in der Schule, ja, das wär ein Fach. Darin wär kein Mädchen und kein Junge schwach. Liebe in der Schule könnte herrlich sein. Man hat der Küssen statt Wissen und Amore statt Latein. Man hat der Küssen statt Wissen und Amore statt Latein. Ich weiß, in diesem Fach seid ihr beide recht begabt. Doch wollen wir erst mal sehen, was ihr sonst im Köpfchen habt. Was weißt du von Tacitus? Sprich nicht drüber. Wofür kämpfte Spartacus? Sprich nicht drüber. Und wer säugte Romulus? Sprich nicht drüber. Das ist schon so lange her, das weiß doch keiner mehr. Blick, du schaust andauernd weg. Was ist halt mit dir los? Woran denkst du denn bloß? Ich denk an sie die ganze Zeit. Und alles tut mir leid. Sag, willst du weiterhin so träumen? Dann wirst du viel versäumen und niemals so recht gescheit. Was ist ein Imperativ? Joi, ist das schwer. Ein Imperativ ist ein Befehl. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dich lehrt, wie man rechnet und zählt. Ich zähle immer zu. Die Zeit bis zum Rendezvous. Und was zählst du? Beulen sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denk, du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Blick, du schaust schon wieder weg. Ich bring dich gleich auf Trab. Was lenkt dich denn so ab? Sie trägt heut ein wunderschönes Kleid. Ich habe so viel Zeit für dich heut Abend. Lass uns doch, es wäre wunderschön, gemeinsam durch den Abend gehen. Dieses Lama-Dix-Bus, na, wie heißt das? Power-Power-Kleid! Ich glaub, das geht zu weit. Ich schau doch gar nicht weg. Sag, weißt du irgendwas vom Herrn Pythagoras? Gar nichts weiß ich von Pythagoras. Oder doch, Moment, mir dämmert gerade was. Dämmert was? Ob der Mann nicht akkurat Hypotheken ins Quadrat. Leck, oh Schreck! Du weißt noch nicht mal das. Pause! Beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein. Denn auf rote Apfelbäckchen fällt man leichter rein. Schimpf nicht gleich auf jeden Lehrer, er könnte schlimmer sein. Mach ihn lieber zum Verehrer, dann kannst du dich freuen. Stop!
Schluss für heute. Das heißt, bevor ihr euch entfernt, sagt mir noch schnell, was habt ihr heute gelernt? Die Liebe im Allgemeinen ist mal zum Lachen und mal zum Weinen. Na, wenn schon Liebesleid dauert keine Ewigkeit, komm und lass dich trösten mit einem Blumenstrauß. Damit ist die Geschichte.